1927 wurde in Brüssel auf der 5. Solvay-Konferenz ein neuer Ansatz zur Beziehung von Geist und Materie vorgestellt, der sich zum Ziel setzte, bislang unerklärte Phänomene der Quantenmechanik neu aufzudecken. Mit Einstein, Pauli, Dirac, Bohr, Heisenberg, Curie, de Broglie, Schrödinger und vielen anderen waren die besten Physiker der Welt anwesend. Alles drehte sich um die Frage des Bewusstseins in der Welt der Atome. Heisenberg und Bohr sprachen Einstein auf eine neue Theorie an, die besagte, dass die Gedanken der Forscher das Ergebnis der Experimente beeinflussten. Einstein konnte das zunächst nicht akzeptieren. Schließlich widersprach es allen gängigen mathematischen Modellen. Aber Jahre später gab er zu, dass sie recht hatten. Er erklärte, jeder, der sich ernsthaft mit der Wissenschaft beschäftigt, gelangt zu der Überzeugung, dass sich in den Gesetzen des Universums ein Geist manifestiert. Ein Geist, der dem des Menschen weit überlegen ist und angesichts dessen wir uns mit unseren beschränkten Kräften demütig fühlen müssen. Der Geist ist keine mechanische Kraft, wie die Schwerkraft oder der Elektromagnetismus oder die starke oder die schwache Kernkraft. Geist ist Bewusstsein. Wenn Einstein seine Meinung so grundlegend geändert hat, muss ihn etwas wirklich überzeugt haben, dass das in der Tat der Fall ist, dass das Universum lebendig ist und wir ein Teil von ihm sind. Haben einflussreiche Menschen die Wahrheit dessen, was auf dieser Konferenz entdeckt wurde, verschleiert, weil sie wussten, dass man uns nicht mehr kontrollieren kann, wenn wir von der verborgenen Kraft unserer Gedanken und unseres kollektiven Bewusstseins erfahren? Alle Materie entspringt und existiert nur durch eine Kraft. Wir müssen annehmen, dass hinter dieser Kraft ein bewusster, intelligenter Geist steht. Dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Das sagte der Vater der Quantenphysik, Max Planck. Schon 1957 schrieb Professor Hans Eysenck, damals Vorsitzender des Psychologie-Lehrstuhls an der Universität London, einen Brief, der nahelegte, dass eine gigantische Verschwörung unter Beteiligung von 30 namhaften Universitäten der ganzen Welt und hunderten hochrespektierten Wissenschaftlern im Gang war, um die Wahrheit über das, was wir wirklich über die Macht des menschlichen Bewusstseins wissen, zu unterdrücken. Was ist die Sprache der Quantenkommunikation? Wie kommuniziert das Universum von subatomaren Teilchen über Wellen, Superstrings, Atomen, Planeten hin zu Sternen, Galaxien und allen Lebewesen? Gibt es eine Symphonie der Kommunikation, die ganze Zeit über stattfindet und die für unsere heutige Technologie und unser Bewusstsein unsichtbar ist? Was, wenn wir dieses Geheimnis lüften? Mein Gott, dann hätten wir die Möglichkeit, zum Schöpfer selbst zu sprechen, zur Natur, zur Wissenschaft, zu uns selbst sowie zu interstellaren Zivilisationen. Unsere DNA bildet unseren gesamten genetischen Bauplan ab. Hier wird alles über uns in den Buchstaben der DNA-Matrix-Codesprache repräsentiert. Unser Schicksal erscheint aufgrund dieses unveränderlichen Bauplans determiniert. Dr. Fritz Albert Popp, der Entdecker der Biophotonen, bewies 1976, dass der Ursprung menschlicher Lichtemissionen in unserer DNA liegt, dem Kernreaktor, aus dem wir unsere persönliche Energiesignatur übertragen. Dr. Bruce Lipton hat eine revolutionäre Entdeckung gemacht, die beweist, dass der DNA-Kern nicht das Gehirn der Zelle ist, sondern dass das Intelligenzzentrum der Zelle die Membran selbst ist. Die Membran empfängt Signale von unserem Bewusstsein und schreibt den DNA-Code. Zum ersten Mal in der Geschichte beweist Dr. Bruce Lipton, dass wir unsere DNA umprogrammieren können. Wenn wir mit unserem Bauplan unzufrieden sind,
und dass wir so eine neue Nachricht über uns ins Universum senden können. In jedem von uns gibt es 36 menschliche Chromosomen mit fast 3 Milliarden Basenpaaren DNA. Das heißt, dass 3 Milliarden Fäden unsere gesamte persönliche Information speichern. Wenn wir unsere Festplatte durch Reorganisation unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres höheren Bewusstseins neu speichern können, können wir unseren persönlichen Bauplan umprogrammieren, um all das zu werden, was wir uns wünschen. Indem unsere persönliche Energiesignatur diese neue Botschaft aussendet, werden wir andere Menschen durch Zufallsbekanntschaften kennenlernen. Ebenso werden wir neues Wissen erlangen, das wir auf unsere Erleuchtung, unsere Beziehungen, unsere Karriere und unseren Lebenssinn anwenden können. Kann es sein, dass wir mit unseren zukünftigen Seelenverwandten, Freunden, Geliebten, Ehepartnern, Lehrern, Geschäftspartnern und spirituellen Mentoren über Einsteins spukhafte Fernwirkung kommunizieren, bevor wir ihnen das erste Mal persönlich begegnen? Findet diese Kommunikation auf Basis unserer momentanen Gedanken, Gefühle, Muster und unserer persönlichen Energiesignatur statt? Wenn wir realisieren, dass wir jeden Augenblick mit unseren zukünftigen Seelenfreunden kommunizieren, mit unseren Geschäftspartnern und Mentoren genauso wie mit unseren spirituellen Lehrern und sogar Gott, dann können wir auch lernen, unsere eigene Realität mitzuerschaffen. Nach dem Modell des synchronisierten Universums können wir, wenn unsere eigene Frequenz sich mit einem Paralleluniversum synchronisiert, dieses wahrnehmen, und zwar in Form einer Vision, der Fähigkeit zu schweben, durch Wunder, Wissen, Erleuchtung und sogar Heilung. Unsere Körper bestehen aus Atomen und subatomaren Teilchen. 99,9% unseres Körpergewichts stammt von Protonen und Neutronen, die aus Hexagonen aus 6 Quarks bestehen, die als Paare auftreten. Unter den Quarks gibt es das mysteriöse Strange Quark und das Anti-Strange Quark. Sie werden Strange genannt, weil sie die merkwürdige Eigenschaft besitzen, willkürlich aus dem Atomkern zu verschwinden und wieder aufzutauchen. Es gibt kein mathematisches Modell, das in der Lage wäre zu beschreiben, wann das geschieht. Gibt es eine Verbindung zwischen dem Verhalten der Strange Quarks und dem menschlichen Bewusstsein? Wenn wir wissen, dass wir aus einem signifikanten Anteil von Strange Quarks bestehen, dann wissen wir auch, dass dieser Anteil von uns sich ständig zufällig dematerialisiert und rematerialisiert. Bis jetzt hat niemand herausgefunden, wohin die Strange Quarks verschwinden, außer der Tatsache, dass sie in andere Dimensionen entschwinden und wieder auftauchen. Verschwinden sie in andere Dimensionen, um Informationen zu erhalten oder über eine Distanz zu kommunizieren? Das Verhalten beweist, dass ein Teil unseres Bewusstseins in andere Dimensionen reist. Kann das dazu beitragen, Fernkommunikation und Telepathie zu erklären? In den 1970er Jahren benutzten Präsident Carter, die CIA und die Air Force zwei Parapsychologen, die in Fernwahrnehmung trainiert waren, um einen verschwundenen russischen Tu-22-Bomber aufzuspüren. Die Parapsychologen gaben der Air Force blind die Ortskoordinaten an, durch die die Air Force ihre Satellitenkameras tief in den Dschungel Afrikas richten konnte und den Ort identifizierte, an der die russische Tu-22 abgestürzt war. Wenn die moderne Wissenschaft immer mehr beweist, dass Telepathie, die schneller ist als das Licht, funktioniert, wie wird diese sofortige Fernkommunikation unsere Sichtweise und unser Wissen darüber verändern, wie mächtig jeder von uns ist? Der Astronaut Edgar Mitchell fand heraus, dass Bewusstsein im Weltall ein klareres Signal aussendet. Wissenschaftliche Studien scheinen zu bestätigen, dass Bewusstsein sich augenblicklich über weite Strecken hin manifestiert. Das Sternsystem der Plejaden ist etwa 440 Lichtjahre von der Erde entfernt oder 4,15 Trilliarden Kilometer. Licht- oder Radiosignale wären also 440 Jahre dorthin unterwegs.
Das Bewusstsein aber wäre auf diesem Level 26,9 Trilliarden Kilometer pro Sekunde schnell und könnte die 4,15 Trilliarden Kilometer in einer Viertelsekunde zurücklegen. Auf dieser Ebene der Bewusstwerdung erreichen wir ultrakosmisches Bewusstsein. Das bedeutet, dass wir auf diesen höheren Bewusstwerdungsebenen einen Dialog mit anderen Galaxien führen könnten. Wenn wir uns der Idee annehmen, dass das Universum selbst intelligent ist, können wir dann mit ihm in einen Dialog treten? Was ist die Sprache des Universums? Wie können wir lernen, der kosmischen Konversation zu lauschen? Als die NASA den Klang Saturns aufzeichnete, waren die Wissenschaftler überwältigt. Der Klang von Uranus. Der Klang von Jupiter. Der Klang der Erde. Wenn wir den Klang der Erde hören, fällt auf, dass er ganz ähnlich wie das Zwitschern von Vögeln klingt. NASA-Wissenschaftler waren zutiefst erstaunt, als sie das erste Mal den Klang der Erde hörten, denn ihnen wurde bewusst, dass die Vögel die geheime Sprache des Universums und der Erde verstanden. Sie singen gewissermaßen in einem Dialog mit der Schöpfung. Durch Meditation, Gebet und Einsicht können wir unseren Geist und unser Bewusstsein in die neuen Ebenen des universellen Feldes des himmlischen Reichs Gottes erweitern. Die Felder enthalten alles Wissen, jede Erinnerung und alle Möglichkeiten. Alles, was wir tun müssen, ist, sie mit unserem Geist anzusteuern. Sie waren schon immer da, um der Menschheit, dem universellen Wissen und der Gegenwart zu dienen. Die Wissenschaft beweist, dass die neundimensionalen Felder durch die Mathematik der Stringtheorie beschreibbar sind. Die Wissenschaft realisiert langsam, dass es eine schöpferische Kraft im Universum gibt, die intelligent ist, die auf unsere Fragen Antworten hat und die uns Kreativität und Einsicht als intelligente Antwort gibt. Mit diesen Gaben, die unseren Geist, unseren Körper und unsere Seele durchdringen, können wir die Welt verändern. Mit diesem neuen Verständnis von Physik und Bewusstsein können wir das Verständnis von Gott revolutionieren. Wir dürfen nicht vergessen, was wir schon wissen und was wir aus der Geschichte von Gott gelernt haben. Aber wir müssen weitergehen und dessen teilhaftig werden, was wir nicht wissen, und weiter lernen. Wenn mehr von uns einen intelligenten Dialog mit dem bewussten Universum aufbauen können, werden wir vielleicht mehr geniale Lösungen für Krankheiten, Leid, Krieg, Architektur, Bankwesen und globale Politik sehen. Wir könnten sogar in der Lage sein, die Beschränkungen fossiler Energieträger, des globalen Klimawandels und der Ökologie zu überwinden. Wenn wir das Geheimnis der Antigravitation und der unbegrenzten Nullpunktenergie lüften können,
könnten wir in ein goldenes Zeitalter der Weltraumfahrt gelangen, indem wir auf unsere alten Vorstellungen zurückblicken und uns wundern, warum wir bloß so lange gebraucht haben, eine globale Weltraumpräsenz zu entwickeln und in die galaktische Gemeinde des Lebens jenseits der Erde einzutreten. Von da an kann die Konversation die Galaxie und alles darüber hinaus erobern.